Die Handelswoche läuft weiter und noch ist keine Gefahr in Verzug, oder etwa doch? Der Dow ist ja gestern gar nicht so schlecht mal runtergekommen oder zumindest mal die letzten Stunden. Aktuell bewegt er sich nach oben und das war für uns der Anlass, mal drauf zu gucken, ob es da vielleicht mehr aus den Charts rauszulesen gibt. Aus meiner Sicht in der Tat, charttechnisch ist da einiges rauszuholen. Der Dow durchaus interessant, denn die Aufwärtsbewegung, die ist noch latent, zumindest mal wackelig. Wir werden es sehen müssen, wie die Reaktion letztlich an dem Markt da eben reagiert. Wir sehen, dass der DAX auch noch weiter nach oben unterwegs ist. Alles also Babene. Auch hier sehen wir, dass der Kurs, naja, sagen wir mal, etwas zögerlicher auf der Oberseite unterwegs ist. Und deshalb auch hier vielleicht sowas wie ein Ending Diagonal im Chart. Ich will es noch nicht beunken, wie man es auch immer schön sagen will. Nein, aber man sollte hier zumindest mal aufgucken und die typischen, sagen wir mal klassischen charttechnischen Hilfsmittel für eine Trading-Überlegung mit ins Kalkül reinziehen. Das haben wir getan bei uns heute im Trade des Tages zum Dow Jones. Wenn Sie wollen, gucken Sie sich den mal an, vielleicht ist da ja was mit dabei. Selbst wenn dieser Trade nichts für Sie ist oder dieser Trade so nicht zur Ausführung kommt, wäre aber die Methodik auch natürlich auf anderen Märkten einzusetzen. Wenn Sie also wollen, können Sie das Ganze natürlich immer wieder zum Einsatz bringen, egal ob längerfristig oder kurzfristig. Kurzfristig ist mein Stichwort. Ich muss nämlich kurzfristig hier in den Bahnhof rein. Hier ist eine kleine U-Bahn-Station. Sie sehen das hier im Hintergrund. Naja, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, aber da geht es dann abwärts und in der Tiefe, ich glaube, unter dem Meeresspiegel dann von A nach B, naja, in meine Richtung eben nach Hause, sprich Homeoffice, denn der Markt, der läuft ja noch eine Weile und ich werde noch mal drauf gucken. Ihnen für heute alles Gute und wir sehen uns gerne dann morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.